Shampoo Snap 9, ein Tool zum Aufnehmen von Desktop-Videos und Screenshots. Eine kurze Demo der Funktionen bei der Videoaufnahme. Ihr könnt in diesem Fall beispielsweise ein einzelnes Fenster aufnehmen oder alternativ den ganzen Desktop. Ihr seht dann alle Aktionen, die ihr macht, Markierungen, einzelne Markierungen, Menüs, Untermenüs und so weiter, also alle normalen Desktop-Aktionen. Dann könnt ihr mit Steuerung 3 einen Text einblenden lassen und auch noch was dazu schreiben, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt mit Steuerung 1 zeichnen, mit Steuerung 2 Pfeile einfügen, ganz wichtige Funktion, und ihr könnt 1 und 2 auch verbinden, um etwas in dieser Art hier zu machen. Dann könnt ihr selbstverständlich noch das Video hier unten, einblenden, ausblenden, an anderer Stelle einblenden, wenn ihr Lust habt. Das Ganze wird in diesem Fall als Live-Video aufgenommen, sprich, wenn ihr fertig seid, habt ihr direkt ein Video. Das macht es vielleicht ein wenig ruckelig, aber wenn ihr die Option wählt, zwischenspeichern zu lassen, könntet ihr auf dasselbe Problem stoßen wie ich, nämlich, dass der Ton einfach nicht mehr synchron ist. Das ließe sich zum Untermixer hinterher manuell regeln, aber das muss nicht sein. Die Live-Aufnahme funktioniert ganz hervorragend. Eine schöne Funktion, die es noch gibt, ist der Zoom-Effekt, den ihr mit F10 aktivieren könnt. Dann geht es hier ein wenig runter. Dem Mauszeiger wird gefolgt, könnt auch gleich noch ganz woanders hingehen und mit F10 dann auch wieder rauszoomen. Dazu gibt es noch Effekte zum Klicken. Links- und Rechtsklick werden visualisiert. Ihr könnt das Ganze zeitgesteuert machen, etc. Was ein wenig fehlt, ist die Möglichkeit, im Nachhinein etwas zu bearbeiten oder vor allem zu schneiden. Das kann dann das Programm, das ich normalerweise einsetze, Camtasia Studio. Das kostet aber mit 300 Euro auch ein Vielfaches von den 23 Euro irgendwas von dem Shampoo-Ding. Und das funktioniert gerade, was das Videomachen angeht, erstaunlich gut. Die Screenshot-Funktionen sind auch gut, die könnt ihr euch dann im Artikel angucken.